Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge der Crafting Challenge. Julina geht nochmal in die Mülltonne und wühlt nach Einrichtung, bei der hier hinten, ja, da war nichts mehr zu holen. Und ich habe jetzt auch nicht weiter Soja gefunden, aber man findet hier sehr viel Müll, den man nicht wegräumen darf. Oh, was ist das? Ah, da hängt nichts. Gut, ich dachte, da könnte man auch noch was holen. Was ist da? Okay. Wir fahren ein bisschen durch den Müll und Sophie. Jolina hat sich schon dem Dreck in der Umgebung angepasst. Ja, sie stinkt und ist schmuddelig. Hauptsache, das Fahrrad ist sauber. So, dann gehen wir rein. Hey, wie sie wieder aussieht, Mensch. Was denn? Jetzt tu mal nicht so. Du kannst hier rein. Ich weiß, dass das geht. Ins Inventar danach, bitte. So, und Charlie war ja auf der Toilette. Wir gucken mal, oh lala, was wir hier noch tun können. Er hat auch Hunger. Oh, hier ist ja schon was gesprießt in der Zwischenzeit. Baum der Emotionen. Ich glaube, er kann erstmal was futtern. Schöne Kokosnuss. Oh, und hat hier Kois gefunden. Cool. Das ist natürlich nicht schlecht. Wer ist das hier? Gavin? Gavin? Naja, weiß nicht. Schwimmen, na gut, das brauchen wir nichts, nicht unbedingt. Na, guck mal, wer da ist. Die Tina ist da. Um Ermutigung bitten. Ja, schön. Mach das mal bitte. Lass dich mal schön ja, ermutigen, damit du nicht mehr so viel Angst hast, Charlie. Und das passiert einfach instant. Gabe von Mutter Natur. Kannst du das jetzt? Nein. Fahr doch nicht mit dem Rad. Jetzt bist du eigentlich vorbeigefahren, Charlie. Oh, Verkäuferin. Wir können hier aber nichts anklicken. Hier können wir was anklicken. Schaut mal hier. Sojabohne. Wir dürfen ja eigentlich nichts kaufen. Farbstoffschnitter. Aber ich will doch. Menno. Menno, Menno. Sojabohne. Wir hätten hier einfach die Backsteinrot. Himmelblau und das ist weiß oder Schiefer. Oh Mann, ey. Ein Apfel. Endlich ein Apfel. Nee, wir dürfen ja nichts kaufen. Und da gehört wahrscheinlich auch das dazu. Schade, das wäre unser Stand gewesen. Oh, der Werner ist hier. Hallo, Werner. Fröhlich vorstellen. Das ist der Dschungelhippie, mit dem ich damals mal so für mich alleine den Dschungel erkundet habe. Und ja, er hat goldene Zähne, Leute. Das ist der Werner Bowl. Den findet ihr bei mir in der Galerie und im Sims Zoo. Kann ich euch ja mal verlinken in der Videobeschreibung. Der ist einfach cool. Das Ding ist kaputt. Man kann es aber nicht reparieren. Ich weiß auch, warum es kaputt ist. Schaut mal, die Pflanze ist einfach da reingewachsen. Hat alles zerstört. Die Natur holt sich eben alles wieder zurück. Über warme Temperaturen reden. Nein, bleib hier, Werner. Umarmen. Komm schon. Okay, dann eben nicht. Und Jolina macht nichts. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir reisen woanders hin. Weil, ja, wir haben jetzt hier nur die Ableger gefunden. Und, ja, weiß auch nicht. Ist ja sonst, glaube ich, nichts mehr. Was ist hier? Ach, da waren wir schon. Ja. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir hinfahren könnten. Ja, wir machen das mal. Also auch in dieser Welt, nur in einem anderen Viertel sozusagen.
das Minengebäude. Das ist ein Standardgebäude. Man sieht es, wie schön es ist. Oh, Tina, ob ich rüberkommen will. Ja, schon, aber nicht jetzt. Okay, hier kann man nichts tun. Okay. Ah, ich wollte gerade sagen, die können sich immer umarmen, aber lieber nicht. Der Pullifluch ist noch aktiv und das sieht ja mal süß aus, oder? Was stinkt denn hier so? Tja, ich weiß ja auch nicht. Könnte das die Julina sein? Nein, das werden wir ihr nicht sagen, ne? Das werden wir ihr nicht sagen. Ach ja, schön. Oh, wer ist hier? Einer aus meinem Waisenhaus-Spiel. Der Mike. Sag ihm mal freundlich Hallo, auch wenn du stinkst. Du kannst ihm auch mal freundlich Hallo sagen. Oh, nicht spulen, bitte. So, also ich wollte eigentlich. Ich wusste gar nicht mehr, dass das hier so hübsch ist. Auf jeden Fall sollte ich hier eigentlich irgendwo Soja sein. Das darf nicht schön. Ja. Kann man vielleicht entfernen, ich weiß es nicht. Wir haben hier keine Sojapflanze. Bin ich blind? Über Interessen reden. Und über Fitnesstechniken reden. Oh, das da sieht auch schön aus. Cool. Hat einer von euch eine Kamera dabei? Oh, was ist hier? Soja. Ach Mensch. Das sieht ja echt schön aus hier. Guckt euch das mal an. Ja, ein Stück zurück. Hier ist auch kein Soja. So, Julina, dann mach du mal ein schönes Foto. Ich glaube, du hast keins im Inventar, ne? Nee. Dann machen wir ein Foto mit dem Handy. Oh. Oh. Das war jetzt nicht so gut, aber wir könnten vielleicht ein anderes Motiv nehmen. Hier Träume in der Stadt. Bäume in der Stadt? Hm. Okay, das vielleicht. Aber wir können nicht zoomen mit dem Handy. Was ja auch ein bisschen merkwürdig ist, muss ich sagen. Ja, das da ist echt. Ja, wir müssten das, glaube ich, schon so machen. Wir nehmen mal das hier auf. So auf die Art, wir waren hier, wir müssen ein Foto machen. So. Gut, dann war es das. Okay. Jetzt ist er gewachsen. Das geht ja ratzefatze. Aber es ist noch nicht genug. Es ist nicht genug, leider. Da ist eine Tankstelle. Ist auch schön irgendwie. Also die haben sich hier schon Mühe gegeben mit der Gestaltung. Da ist was zum Buddeln. Wie könnte man angeln? Tja. Na gut, dann war hier jetzt auch nicht wirklich was zu holen. Ich würde sagen, dann reisen wir nach Hause. Na, bist du fertig? Okay, Charlie, ich glaube, das hat sich erledigt. Er will nicht mehr mit dir reden. Er ist einfach gegangen, während du geredet hast. Das sagt schon alles aus. Gut, dann reisen wir mal woanders hin oder heim? Was machen wir? Wir reisen heim. So, da sind wir wieder und die zwei Stinkepiets. Beziehungsweise die Julina ist, glaube ich, neuer Stinkepiet, ne? Kann mal kalt duschen. Erfrischend. Ach komm, geh erfrischend duschen. Und Charlie braucht gar nicht duschen. Charlie kann vielleicht mal den Fisch in den Kühlschrank stecken. Das machen wir mal. Hier, die Kois und der Kaiserfisch.
So. Während die Julina duschen geht, kann vielleicht der Charlie diese Stecklinge, nee, Sprösslinge. Oh nein, wir können die nicht in ein anderes Inventar schieben. Das ist wieder wunderprächtig. Nee, da muss die Julina das natürlich machen. Wir haben ja hier Platz. Wir könnten natürlich auch oben pflanzen. Mit was kreuzen wir die denn? Christrose mit Soja. Weiß nicht. Schneeglöckchen? Was könnte denn Brombeere? Doch, wir machen Christrose. Und wie geht das dann jetzt? Veredeln? Wähle die Pflanze, die du veredeln möchtest, und dann den Trieb. Okay, also wir pflanzen das zuerst ein. Aber hier ist, glaube ich, alles trocken, ne? Charlie, dann kannst du hier vielleicht mal Lilien verkaufen, alles verkaufen. Was ernten wir denn? Die kannst du mal ernten. Genau. Christrose auch einmal. Möhrchen hast du drei. Dann bekommt sie mal welche. Ach, die Bienen wieder. Dann Erdbeeren kannst du ernten. Dann bekommt sie die Erdbeeren. Und dann bitte noch alles gießen. Das können wir mal ausschalten. Sehr schön, es klappt doch hier. Düngen. Okay, das geht noch nicht. Wir können noch nicht. Das muss erstmal ein bisschen wachsen, scheinbar. Wir düngen mal mit Salbei. Und ach, jetzt sind wieder keine Käfer drin. Ich verstehe das hier nicht. Irgendwie geht das nicht bei mir mit diesem Zeug da. So. Hast du jetzt alles fertig? Sollen wir noch die Chrysantheme? Vielleicht ernten und weiterentwickeln. Jetzt können wir eigentlich alles verkaufen, glaube ich. Alles verkaufen, genau. Und hier alles verkaufen. Alles verkaufen. So. So, was ist hier? Universität? Okay, da ist nichts da. So, verbessern. Das haben wir schon. Können dem Tau-Kollektor nichts mehr anhaben. Blitze. Okay. Haben wir schon getan. Haben wir schon getan. Dann wird es wohl doch an der Hitze gelegen haben, weswegen wir ja nicht genug Wasser hatten, glaube ich. Das können wir noch verbessern. Da fehlen die Teile. Alles klar. Christrose. Ableger nehmen. Nee, brauchen wir nicht jetzt. Okay. Düngen. Mit Zitrone. So, was mit euch hier? Imkeranzug anziehen, Milbenmittelanwendung. Ich habe letzte Woche etwas Cooles für dich hereinbitten. Für dich hergestellt, weil ich dich ziemlich cool finde. Ja, wir sind ja auch beste Freunde, Mensch. Über Fitnesstechnik reden. Was macht ihr hier? Ach, du hast das für sie. Ja, die sind auch keine beste Freunde. Was hast du denn für mich? Ach, ich dachte schon ein Pulli. Ein Teil für die Küche. Wieso bist denn du müde, Mädchen? 19 Uhr. Ach komm, mach ein Nickerchen auf der Couch. Du hast Hunger, ja. Na gut. Mehr Auswahl öffnen. Wir können ja mal die Tina auch zum Essen einladen. Oh, wir haben hier noch einen Karottenkuchen. Zum Essen rufen. Yum, yum, yum. So, bist du fertig, Charlie? Nee, du bist am Quatschen. Oh, das duftet lecker. Ja, du darfst sogar mitessen, Mädchen. Selbst angefertigtes Geschenk. Ah, hier fehlt auch noch ein Bildchen. Können wir denn da. Oh, warte mal. Wir können doch ein Selfie machen mit der Tina. Mit Kuchen und mit Tina. Setzt ihr euch bitte einfach hier hin.
Charlie, zieh dich um. Honig sammeln. Nee, zieh ihn einfach mal aus. Und dann, ja, kannst du das essen. Und dort sitzen, bitte. Hey. Stimmt, Jackie sollte das noch lesen. Und was auch noch neu ist, ich habe, habt ihr vielleicht schon entdeckt, die Adleraugen unter euch haben das vielleicht gesehen. Ich habe von der Jackie das Merkmal, das Bestreben verändert. Partylöwin. Und ja, vorher war es halt was anderes. Ich habe gerade vergessen, was das war. Ich bin echt. Man sollte, was man neu macht, zeitnah machen, damit man das nicht vergisst. Das ist nämlich wieder schon ein paar Tage her, wo ich das verändert habe. Na, ihr zwei? Die Tina macht wieder Kerzen hier und verkokelt sich die Pfoten. Tu das mal bitte weglegen. Und was ist hier? Vom Gegensatz angezogen. Mensch, Mensch, Mensch. Charlie. Der Pullifluch. So, hier haben wir noch die Orbstängler. Tun die mal bitte auch alle gießen hier. Oh ja, hier oben dürfen wir nicht vergessen. Insektenspray. Und ich wollte schauen, ob wir hier. Was wollten wir herstellen? Was wollte ich kaufen? Spiegel, Pflanzengewand, Schmuck, Toilette. Ach so. Ach, guckt an, Leute. Er kann keine. Eine kokette Skulptur kann er herstellen. Ja, aber was ist denn mit der Gitarre? Das war die Gitarre. Wieso kann er die nicht bauen? Wir haben doch Level 10. Okay, man kann doch eigentlich eine Geige bauen, dachte ich. Und eventuell ja auch eine Gitarre, habe ich gedacht. Ah, dem ist wohl nicht so. Ah, hier, locker aus dem Handgelenk. Ach, schaut, wir haben ja noch das Puppenhaus. Wieso bist du traurig? Einsam und verlassen. Was? Einsam und verlassen. Ja, ich bin einsam und verlassen, das sieht man doch. Okay. Ja. Ach, dein Sozial ist sehr niedrig. Okay. Willst du über Affen erzählen? Und danach solltest du vielleicht deine Hausaufgaben machen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Seite wem gehört, aber egal. Okay, das hier können wir mal umstellen auf Farben umkehren. Ach nee, das ist der Filter. Moment, ich wollte den Rahmen ändern. Dunkles Holz, genau, perfekt. Das passt schon besser. Du kannst sie auch gerne auf dem Boden machen. Mach du auch mal deine Hausaufgaben. Ein Gefühl erhalten. Freut mich, dass dich meine Lama-Witze nicht langweilen. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich einfach. Ja, ihr seid ja auch Zwillinge. Mal, das hier könnte doch der Charlie kriegen eigentlich. Skulptur. Drachen, Elfen, Messerblock. Nee, ich sehe hier keine Geige. Beim besten Willen nicht. Toilette. Ja, mach mal ein Klöchen. Danach kannst du hier mal Spray machen und alles verkaufen. Okay. Alles verkaufen. Glühorb ernten. Wir ernten mal einen und danach können wir immer noch verkaufen. Ach Mensch, hier tun sie wieder so, als wären hier Fliegen, es sind aber gar keine da. Na gut. Dann ist das so. So, Julina ist hier. Jetzt steht ihr einfach hier rum. Bei Hausaufgaben helfen. Du hast später angefangen, da helfen wir dir mal. Weil bis die da ist, seid ihr vielleicht schon fertig. Oh, ich wollte schon immer auf den Knien Hausaufgaben machen.
Ja, du kannst dich ja auch nicht entscheiden, ob du an deinem Projekt arbeitest oder im Buch blätterst. Ne? Sie hat's wohl verstanden. Oh, wir könnten noch mal Frösche züchten. Gepunkteter, gestreifter. Gepunkteter Erdfrosch. Surfer-Eierpflanzenfrosch. Sonnenblumenfrosch mit Hypno? Okay. Dann haben wir 30 wieder. Aha. Hä, wieso geht das nicht? Wir können das nicht veredeln. Kann sie das noch nicht? Da, das können wir veredeln. Schneeglöckchen. Wieso können wir die Christrosen nicht? Okay, dann machen wir dort die Schneeglöckchen rein. Obwohl Schneeglöckchen und Soja. Schwierig. Na gut, wir können auch, gehen auch Brombeeren. Glockenblume geht auch nicht. Die Chrysantheme geht. Ich glaube, Charlie hat eine. Warte mal, hier, Chrysantheme. Ja. Dann pflanzen wir die auch. Ach so, oh, die pflanzt eh dann. Das ist so ein Mehrfachding. Oh, wir können den Käferklumpen sammeln. Ich flippe aus. Jawohl. Wir können das erste Mal sammeln. Ja, ich mach mal die Hausaufgaben alleine weiter. Ich muss mal kurz einen Klumpen holen. Naja, hoffentlich macht sich das ein bisschen happy. Gucken wir mal, ob das das Richtige ist. Oh. Tatsache, das ist es. Schnell pflegen. Oh, es ist mitten in der Nacht. Wie lange macht denn die Hausaufgaben? Ah, ihr quatscht ja auch nebenbei, ne? Charlie? Geh mal aufs Klöchen, danach kannst du ins Bett springen. Na, endlich habt ihr einen Klumpen für mich. Das waren doch bestimmt die Überreste von den Tierchen. Na dann. So, wie sieht es aus? In der Tasse wird es wohl nicht sein. Hier haben wir Käferklumpen. Was können wir denn damit machen? Gute Frage. So, irgendwer hat den Fernseher angelassen, den machen wir mal aus. Oh, wir haben gar nicht geklickt, dass das Charlie sein soll. Herumfahren. Liebstes Wasserfahrzeug. Ja, okay, wir lassen es mal da stehen. Oh! Charlie? Obwohl, warte mal. Wer rennt denn hier rum? Du rennst rum. Du bist schon sehr wütend. Ei, aufgebracht. Ein hitzköpfiger Sim kann seinen Ärger nicht verstecken, wenn er ein mieses Gespräch führt. Ja, ich glaube, das hat ihr doch nicht so gut gefallen hier. Dass sie belabert wurde, während sie eigentlich Hausaufgaben machen wollte. Ja, das Leben mit Menschen ist anstrengend. Das weiß die Jackie anscheinend sehr gut. Nee, das wird sie nicht reparieren jetzt. Aber sie kann noch was essen. Es ist schon ziemlich spät. Oh je, was haben wir nur getan? Und dann ab in die Koje.
und ihr könnt jetzt auch ins Bettchen gehen, falls es jetzt schon sehr spät ist. Also schon mal gute Nacht, bis bald und gute Besserung. Auf Wiedersehen.